Und ein herzliches Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer weiteren Aufnahme von The Witcher 3 Blood and Wine. Ich habe jetzt gerade eine längere Pause hinter mir. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sich strafen. Ja, ist ja gut. Wo war ich gerade? Achso, genau, ich habe jetzt eine längere Pause hinter mir. Es waren, glaube ich, 2 Wochen jetzt. Weil mir zwischendurch mein Rechner abgeraucht ist. Und dann war nicht viel mit aufnehmen. Dazu kommt, dass momentan der Heuschnupfen wieder strong ist in me. Naja, gut. Versuchen wir einfach mal so drumherum zu arbeiten. Jetzt wollte ich gerade weg. Aber mir ist noch was eingefallen. Ich habe mich mal schlau gemacht. Wir hatten das letzte Mal das Problem, wir wollten die Großmeisterkatzenrüstung machen. Das ging nicht, weil wir die Meisterkatzenrüstung nicht hatten. Doof. Es gibt nicht genug für alle. Gelaufen. So, wir werden jetzt erstmal zu unserem Weingut gehen. Weingut, Wein schlecht. Wo ist denn hier Coro Bianco? Da. Mal gucken, was da abgeht. Boah, bisschen ruckelig hier, ne? Wenn ich nicht nach Rotwein rieche, Entschuldigung. Schwerer als deine Schwerter. Okay. Trischik. Ach genau, das haben wir ja auch noch offen. Ich weiß nicht, wie ich dir das vergelten soll, Hexer. Musst du nicht. Ich freue mich, dass du dich besser fühlst. Oh ja. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Vor allem dank Barnabas Basilius Pflege. Du hast aber auch was durchgemacht. Schön, dass ich der Sache ein Ende machen konnte. Ja. Jahre voller Leid. Weißt du, was noch schlimmer war als der Hunger? Zuzusehen, wie meine Lieben, meine Kinder alt werden und sterben. Meine Familie ist nun schon lange tot. Mein letzter Verwandter starb vor Jahrzehnten. Ich fürchte, ich kann nirgendwo hin. Dann bleib doch hier. Das hier ist ein großes Anwesen. Bleib doch hier. Wirklich? Ich würde deine Gastfreundschaft nie strapazieren wollen, aber... Aber? Nach all den Jahren des Hungers habe ich einen Traum. Ich möchte endlich leckeres, nahrhaftes Essen kochen. In Gewürzen und Aromen schwelgen und mit anderen am Tisch sitzen und essen. Das sollte kein Problem sein. Du kannst doch Barnabas Basilius in der Küche helfen. Er ist ja nicht gerade ein begnadeter Maître. Nichts würde ich lieber tun. Danke. Ich habe zu danken. Das Haus bedarf weiblicher Aufmerksamkeit. Ich würde dir gerne noch was sagen. Vor langer Zeit hat mein Vater mir eine Mitgift zusammengestellt. Ich habe nie geheiratet. Also ist sie noch da. Mir nützt der Tand nichts mehr. Aber du könntest meine Mitgift vielleicht als Zeichen meiner Dankbarkeit nehmen. Wenn du sie haben willst, musst du nach Trastamara gehen, meine alte Heimat. Du findest sie in einem Fass im Keller. Da stehen viele Fässer. Klopf! Bis du das Richtige findest. Das mache ich, danke. Yay, Bist du sicher, dass du dich hier draußen nicht einsam fühlst? Weiß ich noch nicht. Du hast mich ja gerade erst von meinem Fluch befreit. Fürs Erste habe ich jedenfalls kein Bedürfnis nach Stadt und Leuten. Als Wicht hast du bei anderen Leuten vorbeigeschaut. Ja, aber doch nachts, wenn sie schliefen. Ich war immer auf der Suche nach Löffeln. Denk dran, dass du es dir jederzeit anders überlegen kannst. Wenn es dir hier reicht, sag Bescheid. Ich würde nie undankbar wirken wollen. Und ich würde nie wollen, dass du gegen deinen Willen hier bist.
Ich hätte nicht gedacht, dass jemand mit so einer Vergangenheit gerne in die Küche will. Befürchtest du, dass ich wieder Wichtsuppe koche? Ich verlasse mich drauf, dass dein Geschmack als Mensch wieder etwas besser ist. Tu das. Ich habe schon als Kind gerne gekocht. Meine Oma war eine wahre Meisterin in der Küche. Ihr Ochse am Spieß war Land auf Land ab berühmt. Ich dachte, ihr als Adlige hättet eine Dienerschaft gehabt. Du meinst, eine Dame von meinem Rang müsste einen Koch gehabt haben? Stimmt natürlich, ich hatte sogar die besten Köche. Aber ausgedacht habe ich mir die Gerichte. Sie haben sie nur zubereitet. Na sowas. Bis später. Bis dann, Hexer. Und denk dran, hier wartet immer was Warmes zu essen auf dich. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das Hungerspiel. Aha. Es ist mir ein Vergnügen, dich wieder in den bescheidenen Wänden von Corvo Bianco begrüßen zu dürfen. Bei unserem letzten Zusammentreffen hatte ich keine Gelegenheit, meine Referenzen zu zeigen. Mit deiner Erlaubnis... Zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibilly und in Nazaire bei Admiral Rompailly gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Ich bin kein typischer Grundbesitzer. Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen. Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Sehr schön. Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Ich glaube, da wir das Haus gerade gemacht haben, würde ich jetzt sagen, das Gelände... Dieses weitläufige Gelände. Vielleicht sollte es endlich besser genutzt werden. Oh ja, das sollte es. Meiner Meinung nach gebietet dein Beruf, einen Schleifstein und einen Rüstungsschmiedetisch aufzustellen. Das wäre doch ein guter Anfang, nicht wahr, Herr? Nachdem die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, schlage ich vor, vielleicht dem Stall und dem Garten neues Leben einzuhauchen. Kräuter im Garten finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Aber wir machen heute mal was für Plötze. Du kennst doch Plötze, mein Pferd. Nun, wir haben schon viel zusammen erlebt. Jetzt habe ich eine schöne Bleibe gefunden und ich denke, sie hat auch eine verdient. Oh, ein schöner Stall weist auf einen ehrbaren Eigentümer hin. Sag Bescheid, dann gebe ich die Arbeit daran sofort in Auftrag. Ja, do it. Meine Plötze verdient nur das Beste. Die Ställe sollten renoviert werden. Ich werde sofort damit beginnen. Es wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, die Arbeiter zu finden und die Arbeiten abzuschließen, doch nicht länger als 2 Tage. Brauchst du sonst noch etwas? Nö, sonst ist erstmal alles cool. Oder können wir gleich die Sachen hier alle zusammen... Manchmal muss ich einen Trank brauen, finde aber die Kräuter, die ich brauche, nicht in der Nähe. Du hast Glück, Herr. Der Blumengarten, den Madame Nina, die Gemahlin von Monsieur Beaulieus, einst angelegt hat, ist der ideale Ort für Kräuter. Dort ist sogar genug Platz für Sträucher. Gute Idee, Barnabas Basilius. Dort Kräuter zu haben, erspart mir mühsames, stundenlanges Suchen und Ernten. Die Idee stammt von dir, aber ich setze deinen Willen gerne in die Tat um. Ich denke, die ersten Samen sind in 2 Tagen ausgesät. Brauchst du sonst noch etwas? Aber wir schon dabei sind, ne? In meinem Beruf werden Klingen ziemlich schnell stumpf. Ich könnte einen Schleifstein gebrauchen, einen hochwertigen. Natürlich. Niemand wird das als unnötige Extravaganz betrachten, würde ich sagen. Nimmer. Dann bestelle bitte einen. Einen Stein von hoher Qualität, der im Hof aufgestellt werden soll. Natürlich. Ich schicke sofort einen Boten in die Stadt.
Ab morgen kann hier nach Herzenslust geschliffen werden. Brauchst du sonst noch etwas? Dann nehmen wir auch noch den Reparaturtisch. Ich muss von Zeit zu Zeit an meiner Rüstung arbeiten. Hier ölen, da verstärken. Ich könnte einen guten Arbeitstisch gebrauchen, wo ich das alles machen kann. Admiral Rompuy hatte einst einen Spezialisten angeheuert, der die besten Rüstungsschmiedetische diesseits der Yaruga hergestellt hat. Ich werde ihn sofort kontaktieren. Wundervoll. Gut, bestelle mir so einen Tisch. Sofort, Herr. Ich denke, es wird höchstens einen Tag dauern, bis er da ist. Brauchst du sonst noch etwas? Das wär's. Das wäre dann noch im Haus. Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. In der Tat. Der Schwung sollte unbedingt beibehalten werden. Da die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, kannst du über ein neues Bett oder zusätzliche Rüstungs- und Waffenständer nachdenken. Und ein paar neue Möbel und ein neuer Anstrich würden dem Gästequartier nicht schaden. Nimm mal das Gästezimmer. Ich habe über das Gästezimmer nachgedacht. Nicht, dass ich Besuch erwarte, aber... Oh, das spielt keine Rolle. Alle Häuser, die etwas auf sich halten, sollten über ein gemütliches Gästezimmer verfügen. Was wäre, wenn jemand unangekündigt vorbeikäme? Ne, da haben wir es doch. Ja, je eher wir damit anfangen, desto besser. Einen Mann der Tat erkenne ich sofort. Ich kümmere mich persönlich darum. Das Zimmer wird bestimmt in 2 Tagen fertig sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich glaube, das reicht erstmal. Kommen wir später darauf zurück. Mir ist gerade eingefallen, dass ich mich dringend um etwas kümmern muss. Kein Problem, Herr. Ich bin hier, um dir jederzeit zu dienen. Hussa. So. Und nun habe ich mir was vorgenommen. Wir werden jetzt einmal in die alte Heimat zurückreisen und dort gucken, wo wir die Katzenrüstung finden. Ich habe nachgeschaut, ich weiß, wo man die Karte herkriegt. Die werden wir heute mal zusammensuchen. Weil ich dann doch so langsam mal die Großmeisterkatzenrüstung habe. Wo ist denn der scheiß Reisepunkt? Ein Sturm zieht auf. So. Wir müssen nach Lindenthal. Ja, so. Und wenn wir schon dabei sind, werden wir uns noch 2 andere Karten holen. Die machen wir aber dann eventuell, wenn ich bald mal wieder dazu komme, werden wir die im Stream abarbeiten. Und ja, dann machen wir auch die meisterlichen Rüstungen dort fertig. Also ich warte mal gerade die Sachen ab. Rüstungsschmiedetisch. Gästezimmer. 2 Tage unterwegs? Himmel. Okay. Also ich müsste nach dort hinten. Ist der Schmied noch wach? Kennst du den Preis für ihre Hilfe? Blut und Albträume. Ey, du, ey. Ach. War es schwer? Hat er keine Schicht gerade? Wo ist denn der? Der Schmied. Aha. Verlässliche Waffen aller Art? Ja, kennen wir. Zeig mir deine Waren. Wir nehmen mit dies hier.
Und können wir noch was verkaufen? Haben wir noch irgendwas? Millet. Knapp ein Stahlschwert. Was haben wir hier? Ritterhandschuhe. Hosen. Wächterrüstung. Aha. Altes Elfenschwert. Ja. Iris. Finde ich alle nicht so überzeugend, muss ich sagen. Was was Spannendes hat, der hat ja Wachs. Das werden wir noch brauchen. Ansonsten kann er einmal komplett reparieren. Wie viel haben wir denn? Na komm. Machen wir einmal. Bis dann. So, wir haben jetzt etwas bekommen. Und zwar. Nein. Nein. Ja. Adalbald käme jetzt vierte Karte. Die Spur der Symbole von der Katzenschule der Hexer führte mich zu vier weiteren Orten, die mit dem gleichen Symbol markiert sind. Es hat mich nicht erstaunt, dass die Piktogramme sich nicht von dem einen Piktogramm unterscheiden, das Professor Atemstein in den Höhlen unter der Tempelinsel gefunden hat. Wie angewiesen habe ich diese Orte auf der Karte eingetragen. So. Und das ist jetzt etwas weiter weg. Aber vorher möchte ich nochmal nach Noovigrad. Ich glaube, hier war der Hattori. Gehen wir vom Hafentor aus. Weil der Mann hat auch noch ein Kärtchen. Einfach mal, um sie schon mal zu haben. Endlich wird es hier ordentlich. Was suchst du hier? Schmerzbringer! Junge, 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 was ist denn hier los? Ja. Ja. Aha. Grüß dich, Apeir. Grüß dich, Geralt. Du hast Sachen. Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Nee, handeln. Oder hab ich die schon? Es kann auch sein, dass ich die schon hab. Okay, er hat sie wohl nicht mehr. Bis dann. Halt mal, wenn wir gerade schon grüß hier sind. Grüß dich, Ape. Grüß dich, Gera. So, können wir gerade mal gucken. Würdest genau, anfertigen. Silberschwert, Bärensilberschwert, Greifensilberschwert, Katzensilberschwert. Meisterlich gefertigt. Ah, okay, Greifen und Keil haben wir schon. Heißt, uns fehlt noch die Katze. Und Manticore gibt's, glaube ich, so gar nicht. Vipern gibt's noch. Wir haben Vipern Rüstung Stufe 40, aber ansonsten ist davon nicht mehr viel. Die Temeria nehmen uns die Arbeit weg. Was haben wir hier? Ach. Alles klar. Ein bisschen Propaganda. Man kennt das. Ich glaube, ich habe mich verliebt. So, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben könnten. Wo geht's lang? Ich laufe einmal komplett um den Pudding. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Ja, ja. Ist schon recht. Weitergehen! Ja. Och, sind ja unfreundlich hier. Schlimm. Kein Benehmen. Und die Wachen triffst du hier auch nur noch in Rudeln an. Streitlustig. So, wir müssen.
Nach Shekelige. Und dort müssen wir einmal kurz. Kertrolde war ja da, ne? Ne, war mal, Kertrolde war da. Dann müssen wir das ja auch schon haben. Ich will gerade nur mal sicher gehen, dass wir da nichts übersehen haben. Aha. Oh, schon wieder Nacht. Morgen hat meine kleine Norgung Geburtstag. Schwierig, den Herrn des Sorgs zu ziehen. Achso, hier sind die Schmiede. Dann machen wir gerade. In Tussauds wird mittlerweile gemordet und gebrandschatzt, aber. Alles gut. Ein und schmiede sie zeig mir das Herz. Feinden die Axt. Merkt ihr das? Aussehen. Hallo. Müssen die Schwerter geschärft werden? Da bist du ja wieder. Und? Ich würde mir. So, der hat. Keine Karte mehr. Okay. Wiedersehen. Waffenschmied gab's jetzt nicht, ne? Schaut nicht so aus. Okay. Dann. Katsching. Du hast keinen Respekt vor unseren Bräuchen und diese Hexe Yennefer auch nicht. So. Dann gucken wir mal. Dann ist alles ein bisschen weiter weg. Aber kriegen wir schnell zusammen. Ja, schau mal. Ist sogar alles auf einer. Auf einer Insel. Ist doch wunderbar. Wenn nur ein Sven so ein Held sein könnte. Fisch ist gut, aber nichts mehr. Lalalala. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mumie. Ja. Macht ihr das mal. Ich glaube, es geht los. Na gut. Schlimm. Ach genau, hier war was. Wo ist denn die Höhle dazu? Ist die hier unten? Ne, Höhle soll oben sein. Ja. Ach hier. Ja gut. Ach komm. Aha. So, okay, das war's hier schon. Da wäre ich fast in den Tod gestürzt. Ach. Ach ja, ich finde es immer noch so schön hier. Halt die Backen.
Als wenn man hier gefühlt mit Level 5 Millionen durchläuft, ist das auch keine Herausforderung mehr. Aber gut. So halten wir uns auch nicht zu lange hier auf. Ich denke immer an Skyrim, wenn ich hier lang laufe. So. Aus Ende. Hatten wir hier nicht schon mal irgendwas? Das kommt mir so bekannt vor. Ich glaube, wir hatten das in einer anderen Höhle gemacht. Das kann sein. So. Gefällt mir nicht. So, ich mache mal eben ein bisschen Licht für euch. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Da haben wir doch. So, was steht denn da? Steht da überhaupt jemand? Nö. Ja, passt das denn jetzt, oder? Oh Gott, was ist denn noch was? Sollen die sich vielleicht angucken? Ich habe mir noch ein Stahlschwert. Ich probiere es mal mit angucken lassen. Keine Ahnung, was ich mit den Dingern anfangen soll. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hallo? Wie? Okay, ich drehe die mal alle nach vorne. Ich habe das Gefühl, wenn die glitzern, müssen sie noch gedreht werden. Was meisterlich gefertigt. Ach, es kann sein, dass ich das mal irgendwo zufällig gefunden habe. Und deswegen. Ihr seid jetzt beide rot, ne? Scheint so. Okay. Aber der jetzt nicht mehr.
Die Tür war fest verschlossen, ja. Gut,